Auf geht's zu Level 6. Also, wir suchen gerade Dr. Jones, also das Sub-C praktisch sucht es. Und ja, unser Ziel ist jetzt praktisch das Signal zu finden. Wir sind wieder am offenen Meer. Ein paar Inselchen. Ja, wo geht's richtig hin? Da lang. Da ist auch ein kleines Häuschen, da schauen wir gleich mal direkt rein. Ah ne, ist eher Dorf. Genau, vielleicht könnt ihr euch noch an die zweitälteste Frau erinnern vorher, die wir getroffen haben. Die war 128. Hier sehen wir die älteste Frau von allen von den Inseln und die ist 199. Aber sie hat ein junges Herz. Hier ist ein Geheimnis. Ich soll nach dem großen Herz hier in der Gegend schauen. Also praktisch irgendwo so bekannt. Die Stadt hier heißt How Do You Do, Cola. Er ist ein Game Master. Name, Post, Poem. Den Po haben wir kennengelernt. Ah, okay. Also wirklich mehr so ein Rätsel. Was der gesagt hat, müssten wir hier vielleicht umwandeln oder einfach einsetzen. Dann wissen wir, wie er heißt. Also es sind immer so In-Game-Sachen. Eigentlich ziemlich cool. Noch eine. Ah, hier sehen wir die drittälteste. Sie ist 177. Was nicht ganz zusammenpasst mit der zweitältesten schon. Die 128 ist. Er hat schon mal ein dasselbe Boot gesehen wie meins. Irgendwie einen Monat vorher. Dr. PG Su GJ Dr. Der weiß nicht so genau. Aber wie er geheißen hat, aber er sucht eben irgendwas, was verloren gegangen ist. Watcher Makalit. You know, er hat keine Ahnung, er ist schon so alt. Und hier, die ersehnte Zweitälteste. Sie ist 188. Meint natürlich, hä? Ich habe schon mal die Zweitälteste gefunden. Das muss ein Versehen sein. Ich muss mal Bananen in den Ohren haben. Das ist das Beste. Spruch. Du musst Bananen in den Ohren haben. Da wird später auch mal Bezug nochmal drauf genommen. So, jetzt steigen wir wieder ein. Ja, sag mir nochmal. Wo das Signal herkommt, nicht mehr weit, also Norden 49, East, also Osten 28, das heißt, wir müssen 28 Felder nach rechts, also nach Osten, und 49 nach oben, nach Norden. So, dazu müssen wir erstmal nach unten fahren. Na, was rede ich denn da? Na gut, dann fahren wir doch nach oben. Genau, nach links müssen wir erstmal fahren, auch wenn das Signal von rechts kommt, aber... Hilft dir nix. Da ist eine Insel. Doch wie wir da hinkommen, muss man jetzt erstmal gucken. Okay. Dann fahren wir da erstmal hier ran. Ich hoffe jetzt, das war der richtige Weg und dass da überhaupt hier was drin ist. Ah, hier ist auch schon der Picard. Sehr schön. Hat uns ja die älteste Oma den Tipp gegeben. Jetzt habe ich schon 11 Herzchen, das ist ja super. Moment. 2, 4, 6, 18, 11, 12 Herzchen habe ich sogar. Ich habe immer mit einer falschen Einstellung bisher das gespielt. Ich dachte, in einer Reihe passen 10 Herzchen. So, 13 nach oben, 53 nach rechts. Dann gehen wir doch hier gleich, fahren wir gleich mal weiter. Legen hier auch mal kurz an. Auch eine einsame Insel. Ein bisschen traurig, weil wenn man hier reinschaut, ist nur noch ein Skelett vorhanden. Wer war das? Initialien sind R.C. Also Rob Crusoe. Also von Robinson Crusoe. Auch eine kleine OD. So, schauen wir mal, wo wir hin müssen.
4 nach oben, 29 nach rechts. Also wir kommen immer näher. Ja, da müssen wir erstmal nochmal hochfahren. Ich wusste jetzt natürlich, wo wir jetzt hin müssen. Weil sonst wird man irgendwo sonst irgendwo rauskommen. Wobei ich jetzt schon wieder ein bisschen überfragt bin. Ich glaube, Moment. Der hier ist der richtige. Nein, falsch, falsch. Wo kommt man? Ich muss einmal nach unten. Das sind auch noch, glaube ich, irgendwo. Genau, da ist irgendwas, da ist aber nichts drin. Oder ist da. Nee, da ist nichts drin. Also müssen wir wieder weit nach oben fahren. Das erspart uns aber dieses Ding hier. Dieser Tunnel. Sehr gut, wir sind auf dem richtigen Weg. Ah, sagt er schon, hey, wir sind nah dran. Noch 20 nach oben, 11 nach rechts. Sechs nach rechts und fünf nach oben. So, eins, zwei. Eins nach rechts. So, das Signal hat gestoppt. Was mache ich jetzt? Tauchen wir halt einfach mal. Jetzt befinden wir uns in so einer kleinen Unterwasser-Tunnel-Ding. War ein schöner Einfall. Ah, und schon geht's los. Bin praktisch jetzt schon im Dungeon drin. Also, beziehungsweise Dungeon ist gut, das war jetzt einfach nur so der Weg. Ich bin in so einer alten Krypta. Und mal schauen, wo es mich jetzt dorthin verschlägt. Ah, jetzt geht's los mit dem Dungeon. Oh, wenn ich mich recht entsinne. Ja, hat es auch wieder ein bisschen was auf dem Kasten. Die Schlangen sind neuartig, also praktisch sobald die dich sehen, gehen die auf dich zu. Also auch, die gehen nicht so im Kreis, sondern die halten mit dann an. Das ist ein, ich nenne es mal Heiligenschein, aber der kann, der sorgt dafür, dass du zwei Felder springen kannst. Vorher ging nur eins. Jetzt sind es zwei. Aber das geht immer nur für das, den momentanen Bildschirm, wo du gerade bist. So, die Lilanen sind mal wieder die stärkeren Monster, die brauchen ein bisschen mehr Kraft zum Besiegen. Gehen wir doch einfach mal weiter. So, der einzige Weg momentan ist gerade mal unten entlang zu gehen. Jetzt können wir schon mal die Abkürzung nehmen. Egal. Wir müssen eher ein bisschen anders. Genau so. Damit man zum Schluss zur Tür hinkommt. Die sich öffnet, sobald ich alles erledigt habe. Perfekt. Nein! War nicht klug von mir. So. Rechts hinten ist ein Schalter. Vielleicht komme ich da irgendwo wie hin. Mal speichern. Interessant, den mir jetzt hinzufinden. So, das ist so eine kleine Babyschnecksche. Also eine Meeresschnecke.
denkt man sich hier, oh, süß, putzig. Ja, und hier kommt das große Ding. In der Art wie, vielleicht könnt ihr euch noch vom zweiten Level her erinnern. Da hatte ich aber dieses Einfrostteil, praktisch, wenn das Teil hier ziemlich nah herunten ist. Da muss ich es treffen, so wie jetzt gerade. Aber ich habe eben diesen Schneemann nicht zum Benutzen. Jetzt muss ich es halt auf die kurze Zeit machen, wenn es herunter ist. Denkt man sich, oh super, geschafft. Erstes Monster. Na, denkst du, geht gleich weiter. Oh, jetzt habe ich es verraten. Es geht noch nicht weiter. Hab nur was getestet. Noch mehr von diesen Dingen. Also praktisch war jetzt nur der Anfang von der Welt. So, unten zuerst. Um den Eingang frei zu machen. Dann haben wir oben schon diesen Heiligenschein gesehen. Den nehmen wir auch. Weil somit können wir zudem nach unten springen. Und das hier ist auch der Lichtschalter, damit es weitergeht. Der Baseball ist noch sehr wichtig für den Endgegner. Ohne den kommt man gar nicht erst weiter. Das ist ein super Schuh. Den mache ich ganz gern. Der erledigt alle Gegner auf dem Feld. Also vorausgesetzt, dass sie, wenn sie nur ein Leben haben. Gut. Dürfte ich oben dann wohl den Heiligenschein bekommen? Oh, das war jetzt mies. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, voll rein. Und erst alle Monster besiegen, damit die Tür aufgeht. Das ist natürlich jetzt heftig. Ich bin froh, dass ich diesen Stiefel hier habe. Weil die Mumien, denen stört ja dieses, diese Blöcke nicht. Die rennen einfach drüber. Und ich müsste hupfen. Hier noch zwei Schlängelchen. Und dann kommen wir sogar schon zum Endgegner. Da brauchen wir diesen Baseball hier dafür. Der kommt immer näher, also du darfst nicht berühren, weil sonst bist du kaputt. Und du musst halt in den offenen Mund reinschießen. So, das war von Welt 6, der erste Teil. Aber die Welt ist noch nicht zu Ende. Es kommt noch ein Dungeon in Welt 6. Mit einer kleinen Überraschung. Aber das dann im nächsten Teil.